Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch erstmal ganz, ganz herzlich zum Sendeplan/Vlog für den Monat Juli 2015. Bevor ich anfange zu erklären, was ich zu erklären habe, einmal ganz kurz im Hintergrund seht ihr gerade das Spiel Mini Metro. Das gibt es für etwa 7 Euro bei Steam, ist ein super schönes Endlosspiel. Im Grunde genommen baut man U-Bahn-Linien und muss Passagiere, die aus Symbolen bestehen, wie Dreiecken und Kreuzen und was weiß ich, immer zu den entsprechenden Stationen mit derselben Symbolik bringen. Ein wunderbares Endlosspiel, das immer weiter, immer größer wird und irgendwann wird es auch richtig schwierig, das richtig zu timen. Und das hat mir ein netter, netter Zuschauer, weil es auf meiner Wishlist stand, mal geschenkt. Der entsprechende Zuschauer weiß, entsprechend denke ich, dass er gemeint ist. Ich bedanke mich hiermit nochmal ganz herzlich. Und ich kann es aber jedem ans Herz legen, für so zwischendurch ist es ein echt schönes Spiel. Und kann man halt eben auch ganz gut mal eben in der Mittagspause noch mal eben eine kleine Runde drehen. Ja, und was will ich euch erzählen? Das Wort zwischendurch trifft es ganz gut. Es ist für mich gerade total ungewohnt, hier am Mikro zu sitzen und euch wieder einen zu erzählen, muss man ganz ehrlich sagen. Denn ich habe in den letzten Wochen bestimmt jetzt seit, ja, lasst mich nicht lügen, aber bestimmt 2 Wochen oder so habe ich gar nichts aufgenommen. Ich hatte für gar nichts Zeit. Ich bin mit Arbeit bis zum obersten Rand voll. Also ich schaffe gerade wirklich gar nichts. Außer, dass ich morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, dann irgendwann wiederkomme und den Rest der Arbeit, der noch von der Arbeit liegen geblieben ist, zu Hause weitermache. Und das wird sich auch noch ein bisschen hinziehen, bis das alles wieder etwas abschwächt, aber dann bin ich auch wieder vollends für euch da. Es ist so, dass ich bis etwa 2. Juliwoche noch sehr, sehr viel zu tun habe und dann ab der 2. Juliwoche wird es etwas angenehm und dann müssen wir mal gucken, wie es von da aus sich weiterentwickelt. Aber tatsächlich habe ich seit 2 Wochen kein einziges Let's Play mehr für euch aufgenommen. Das, was jetzt im Moment auf dem Channel läuft, hatte ich tatsächlich glücklicherweise schon irgendwann fertig und habe es euch dann jetzt natürlich noch zur Verfügung gestellt. Ich lese natürlich trotzdem eure Kommentare und nutze meine wenigen freien Minuten gerne auch, um mit euch zu kommunizieren. Nur aufnehmen ist im Moment gerade relativ wenig. Apropos aufnehmen, das bringt mich natürlich dazu, dass ich jetzt mal auf die Termine geguckt habe und mal geguckt habe, was so läuft. Und ihr wollt natürlich wissen, Mensch, jetzt kommt der Juli, ne? Sommerferien und so und für viele jedenfalls und wenig zu tun und ich weiß nicht was. Und insofern braucht ihr natürlich Material von der Ente, dass ihr euch irgendwie beschäftigen könnt, wenn ihr neben Eis und Baden gehen dann nochmal irgendwie von PC wollt abends. Und deswegen sage ich euch mal, was auf dem Channel läuft und was auf dem Channel laufen wird. So ist ja vielleicht auch die richtige Ansage. Und zwar haben wir aktuell zurzeit auf dem 13 Uhr Slot das Spiel L.A. Noire, das mir sehr, sehr gut gefällt und ein richtig tolles Spiel ist. Da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, reinzusehen, wenn ihr Fans von Denk-Knobelaufgaben seid und Krimis. Das ist echt richtig gut. Das ist ja das erste Spiel, wo ich gesagt habe, Mensch, es kann eventuell mal sein, dass wir nun kurz ein paar Tage zwischendurch Unterbrechung haben wegen Überbelastung. Das ist im Moment noch nicht ausgeschlossen. Aktuell gibt es dort Material bis zum 12.07. Das heißt, auf jeden Fall läuft das ganze Projekt so, wie es jetzt ist, bis zum 12.07. Es kann eventuell sein, dass es dann am 12.07. einen kleinen Aussetzer für 1, 2 Tage oder sowas gibt. Vielleicht sind es auch 2, 3, das 3, 4, weiß ich nicht. Aber eventuell passiert das. Das kann ich im Moment noch nicht absehen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Joblage aktuell entwickelt und ob ich tatsächlich vielleicht an der Stelle ein bisschen weniger Stress dann habe. Dann weiß ich noch gar nicht, das Projekt ist auch noch nicht abgedreht. Ich denke, das wird sich auch noch durch den Juli durchziehen. Ich weiß schon, was ich danach vorhabe. Es wird nochmal wieder in die Richtung Point-and-Click-Adventures gehen. Und es wird vielleicht eine Reihe Point-and-Click-Adventures sein, die viele von euch vielleicht sogar gar nicht kennen. Ich werde also einen kleinen Geheimtipp, glaube ich, mal spielen und ja, mal gucken. Aber ich weiß noch nicht, ob das schon im Juli passiert oder nicht. Ich habe, wie gesagt, L.A. Noire noch nicht abgedreht. Das heißt, das geht im Moment bis zum 12.07. und ich kann mir gut vorstellen, dass da noch genug Material drin ist, um das auch durch den Juli durchzuziehen. Deswegen würde ich mal sagen, geht man davon aus, L.A. Noire im Juli läuft das noch durch. Hingegen der 15 Uhr Action Slot, die Super Time Force Ultra, ganz wichtig ist immer das, die läuft natürlich auch noch. Da sind wir gerade in den absolut heißen Momenten und so. Und das läuft auf jeden Fall bis zum 8.07. Das habe ich hingegen schon abgedreht. Das heißt, am 8.7. läuft die letzte Folge Super Time Force Ultra und das Einzige, was euch dann übrig bleibt, ist in die Zeitmaschine zu steigen und zurückzureisen in die Vergangenheit und die Let's Plays bei mir immer und immer und immer wieder zu gucken. Genau. So. Ja, also 8.7. läuft das Finale der Super Time Force bei mir auf dem Channel. Ich habe noch genug Material euch übergelassen, dass ihr dann auch noch einen Grund habt, selber zu spielen, aber das seht ihr dann und das erkläre ich auch in den Folgen noch alles.
Dann werde ich wie immer mir ein paar Tage Pause von diesem Slot gönnen, um ein neues Projekt anzufangen und aufzunehmen, was sich eben auch ganz gut mit der Zeitspanne ergibt. Um diese Pause für euch ein bisschen erträglicher zu machen, werde ich weiß noch nicht genau das Datum, aber ich schätze mal, es wird 2 Folgen geben von einem kleinen Minecraft-Let's Show. Für diejenigen, die es kennen, ich habe in einem Stream mitgewirkt, das von Themenladen, das ist hier, wenn ihr auf der Homepage guckt, auf der Seite werdet ihr auch den Link zum Channel finden. Und mit dem habe ich zusammen gestreamt, wir haben das Minecraft-Experiment aufgenommen und da haben wir ein bisschen was gebaut. Und ja, da wir gerade den Stream entsprechend auch pausieren, habe ich einfach mal die Zeit genutzt, ganz kurz mal durch die Welt zu stapfen und mal ein kurzes Let's Show zu machen und zu erklären, was da alles gebaut wurde und wie, und euch das zu zeigen. Und das wollte ich einfach auch den Zuschauern auf meinem Channel präsentieren. Diejenigen, die es aus dem Stream kennen, können es vielleicht als schöne Zusammenfassung der Streams mal sich angucken. Und diejenigen, die den Stream nicht gesehen haben, weil sie eben nur auf meinem Channel unterwegs sind, können es sich ja gerne mal angucken, wenn sie Minecraft interessiert sind. Das bedeutet übrigens nicht, dass jetzt mein Channel mit Minecraft-Videos zugespammt wird. Das habe ich im Moment nicht vor, aber ich dachte, es ist eine schöne Gelegenheit, mal Revue passieren zu lassen, was wir da in, glaube ich, mittlerweile über einem Jahr Arbeit auf dem Server zu zweit auch im Survival-Modus tatsächlich selber gebaut haben. Und deswegen wird da, ich denke, das wird vielleicht so sein, dass das der 12. und der 13.7. oder sowas wird. Das ist, glaube ich, das Wochenende, wenn mich jetzt gerade mein Kalender nicht betrügt. Ich gucke mal schnell auf den Kalender. 11. und 12. 7. nicht 12. und 13. Vielleicht schaffe ich das, dass ich das an dem Wochenende einfach hochlade, dann habt ihr da was zu gucken. Und wenn ich es schaffe, ich will mich noch nicht hundertprozentig festlegen, aber ich denke, das wird klappen. Wenn ich es so schaffe, wie ich es mir vorstelle, wird am 15.7. das der Action-Slot neu belegt. Und zwar, was wird dort laufen? Ein kleiner Trommelwirbel. Ich ersetze ja immer so, ich mache ja immer so ein bisschen zwischen Indie-Spielen und größeren Titeln, und dieses, nachdem wir jetzt Super Time Force Ultra geguckt haben, werden wir geguckt haben. Also ihr habt's geguckt und ich hab's gespielt. Und ja, was der Nachfolger von Super Time Force Ultra sein wird, ist Castlevania Lords of Shadows. Und zwar in der Special Edition, glaube ich, oder so, oder Limited Edition. Also auf jeden Fall gab's das neulich mal im Steam. Und ich habe die alten Castlevania-Teile, also die 2D-Teile, auf dem Super Nintendo gerne gespielt, und jetzt spielen wir dann halt nochmal so ein 3D-Teil. Kann ja nicht schaden, und im Rahmen der Darksiders-Übung, die ich jetzt habe, wird's vielleicht ja auch ganz gut gehen. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Spiel so ist. Ich habe nur einmal ganz kurz reingeguckt und geguckt, ob es aufnahmetechnisch bei mir läuft. Und das sieht aber ganz gut aus. Also insofern, nach Super Time Force Ultra Castlevania Lords of Shadows. Und ja, damit habe ich, glaube ich, mein Programm dargelegt. Und ich denke, damit hätten wir es dann auch schon geschafft. Wie immer seht ihr gleich in dem Endbildschirm nochmal schwarz, beziehungsweise Gold auf schwarz, den Sendeplan in schriftlicher Form. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem der Projekte Spaß habt, einschaltet, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wünsche euch, bis ich euch in irgendeinem Projekt wiedersehe, erstmal alles, alles Gute und sag schon mal ciao, ciao.